LaDainian Tomlinson bleibt in San Diego. Nach 2 Monaten harter Verhandlungen haben die Chargers gewonnen. LT stimmte einer Gehaltskürzung zu, die dem Club die nötige Luft unter der Gehaltsobergrenze lässt. Die genauen finanziellen Vereinbarungen wurden nicht bekannt gegeben, nur dass der Vertrag über 3 Jahre laufen wird. Die Rams haben den 7-maligen Pro Bowl-Teilnehmer Orlando Pace gefeuert. Der in den letzten Jahren oft verletzte 33-jährige Offensive Tackle spart den Rams 6 Millionen Dollar unter der Gehaltsobergrenze. In Denver haben Quarterback Jay Cutler und Head Coach Josh McDaniels immer noch nicht das Kriegsbeil begraben. Am Montag werden sich die beiden Auge in Auge gegenüberstehen, wenn das Fitnesstraining für die Spieler beginnt. McDaniels kam von den Patriots zu den Broncos und hatte eine erfolgreiche Saison mit Quarterback Matt Cassel absolviert. Als neuer Cheftrainer der Broncos hatte er versucht, Cassel nach Denver zu holen. Der ging jedoch zu den Chiefs, hinterließ aber einen wütenden Cutler, der gar nicht erbaut darüber war, dass man versucht hat, ihn abzusägen. Allerdings hat Cutler nur 17 seiner 37 Spiele für Denver gewonnen. Da kann man sich schon mal nach einem besseren Mann umsehen. Die Clubführung hofft nun, dass Cutler und McDaniels sich aussprechen und die Gemüter kühlen. Angeblich hatten andere Teams Interesse an 49ers Quarterback Alex Smith. Kaum zu glauben, denn der ewig Verletzte hat seine NFL-Tauglichkeit bisher nicht unter Beweis stellen können. Auf jeden Fall unterschrieb er einen nachverhandelten Vertrag in San Francisco. In der nächsten Saison hätte er 10 Millionen Dollar bekommen müssen. So wurde es ihm 2005 garantiert, als man ihn als Heilsbringer, als ersten Spieler in der Draft einberief. Da er aber nicht der Messias war, sondern nur eine Niete, bestanden die 49ers auf einer Gehaltskürzung. Smith stimmte zu und unterschrieb einen neuen 2-Jahres-Vertrag. Um seine Schulden zu bezahlen, wollte Michael Vick sein Haus in einem Vorort von Atlanta verkaufen. Bei der Auktion am Dienstag lag das Mindestangebot bei 3,2 Millionen Dollar. Doch es tauchten nur 2 Interessenten bei der Auktion auf. Beide hatten aber nicht die Garantiesumme von 160.000 Dollar dabei, die nötig gewesen wäre, die Auktion überhaupt zu starten. Ein Insolvenzverwalter muss jetzt klären, was mit dem Haus passiert. Michael Vick hat im Juli letzten Jahres seine Bankrotterklärung abgegeben. Das waren die Nachrichten aus der NFL von www.win-football.de. Mein Name ist Dave und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.